Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Toto beim Clan Bettes. Ja, während wir hier mal so einen Farmangriff von Thomas 245 sehen, wollte ich eigentlich heute mit euch meine neuen Truppen ausprobieren. Ihr habt das ja gesehen, ich habe in den letzten Tagen ja so ein paar neue Truppen bekommen, nämlich die Ballons, also die Loons und auch den Packer auf Max-Level, aber ich habe sie noch gar nicht benutzt. Und ihr kennt das bestimmt selber von euch, wenn ihr irgendwas Neues levelt bzw. irgendwas updatet, man benutzt die Truppe ja nicht unbedingt sofort, sondern man hat sie erstmal und irgendwann wird sie benutzt. Das geht mir mit einigen Truppen so. Ich kann da mal ein Beispiel nennen, Drachen. Die Drachen habe ich mir ja auch relativ früh fertig gemacht, aber ich habe sie so wirklich, seitdem habe ich sie noch nie im Clankrieg benutzt, habe sie dann mal in den Events benutzt oder halt zum Spenden. Und deswegen ist einfach mal an der Zeit, mit den neuen Truppen einfach mal was zu machen. Einfach mal zwischendurch, zwischen dem stupiden Kobold-Gefarme hier einfach mal so ein bisschen die etwas teureren Truppen auch einfach mal nehmen. Einfach mal damit ein bisschen üben und so, wie ich das hier eigentlich jetzt mache, einfach mal so einen Angriff angucken von jemand, der hier ja relativ hoch farmt. Sicherlich noch, ja, ich weiß nicht, was er noch genau braucht, aber hier gibt es natürlich reichlich Dunkles für den Thomas. Aber letztendlich kann man sich natürlich immer mal wieder eine Taktik abgucken oder man kann mal sehen, wie farmen eigentlich andere mit welchen Truppen oder was nehmen die. Und ihr habt das ja hier gesehen. Hier wurde ein Queen Walk genommen, danach mit Bowlern. Packer wurde hier mit reingeworfen in die Meute und ein paar Bowler, die kamen sicherlich aus der Clanburg. Aber das sieht schon mal, ja, das sieht natürlich gut aus hier, das werden natürlich 3 Sterne. Gar keine Frage, aber schön gemacht hier, schöner Lot vor allen Dingen. Über 5000 Dunkles und er ist natürlich nicht so hoch in der Liga. Also da unten in Gold 3, da gibt es jetzt nicht so den Wahnsinnsbonus. Den musst du dann halt wegmachen mit viel Lot hier. Entweder, also es ist ja immer so, entweder bist du relativ weit unten und lebst damit, dass du wenig Bonus bekommst, wenn du mal gewinnst. Ich verliere ja eher hier, aber auch ganz bewusst, damit ich nicht so ganz, ganz hoch aufsteige. Und, oder aber du bist ein bisschen höher in den Ligen und rechnest immer so ein bisschen den Bonus mit rein, sodass du mal eine Base hast, wo nicht so super viel Lot ist, aber wenn der Bonus dann dazu kommt, dann lohnt es sich wieder. Und ich finde hier beim Thomas hat sich in jedem Fall gelohnt. Ja, sieht gut aus, den lasse ich auch auslaufen hier. 100%, über 5000 Dunkles, für was auch immer. Ich denke mal, der Thomas ist auch Max Out. Und ihr seht das hier, ich habe jetzt eine Truppe einmal hier ausgebildet. Ich bin natürlich so ein bisschen leicht geschwächt, mein Warden pennt nämlich noch. Aber ich habe hier schon mal so eine Armee fertig gemacht, hier mit Packer, Schweinereiter, 2 Babydrachen. Also gerade der Packer, den will ich jetzt mal so nutzen. Ich habe das mal gesehen, irgendwo anders habt ihr sicherlich auch gesehen. Mal sehen, ob wir damit irgendetwas reißen können. Ich weiß nur noch nicht, was wir damit reißen können. Denn, wie gesagt, mir fehlt ja so ein bisschen jetzt der Warden hier an der Stelle. Und ich will natürlich trotzdem eine relativ starke Base hiermit angreifen und will natürlich auch richtig was an Lot raushauen. Ja, und manche Bases, muss ich sagen, beim Suchen hier gehen hier gar nicht, aber ich glaube, der geht mal. Ich weiß nicht, warum der vielleicht geht, aber ich wollte mir jetzt auch nicht einen Gegner nehmen, der so super schwach ist oder abgefarmt ist, sondern ich wollte mir schon einen realistischen Gegner nehmen. Der hier hat einen Adler, der hat Infernos, also gehen wir hier mal rein. Ich habe jetzt keinen Warden, ist aber, glaube ich, an der Stelle dann nicht ganz so schlimm. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt hier funneln muss. Ich denke mal, ich muss hier überhaupt nicht funneln bei dieser Base mit meinen Babydrachen, denn ich kann hier gleich meine Packer setzen. Die ziehen wir hier auch rein und dann nehmen wir die aber trotzdem mal rechts und links hier mit dazu. Nehmen hier die Helden mit rein und unsere Clanburg. In der Clanburg habe ich Bowler drin und mal sehen, ob wir hier irgendwo springen können, beziehungsweise ob hier überhaupt irgendwelche Truppen von mir jetzt springen. Ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen nach unten sprechen hier. Und jetzt geht das hier schon ganz gut in die Base rein. Wir nehmen hier jetzt mal von der Seite unsere Hawks mit rein. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir natürlich die Gegner-Queen hier nicht gepackt. Das ist ein bisschen doof. Dann spammen wir die hier weiter mit rein. Meine Queen schafft leider das Rathaus nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Und der Adler setzt uns natürlich jetzt immer noch ziemlich derbe zu. Wir müssen jetzt hier ein paar Prozente, denke ich mal, holen.
Müssen wir mal gucken, wo sind meine Hocks hier. Meine Hocks sind immer noch unterwegs. Da hinten sind aber noch die Packer unterwegs. Ihr seht das hier. Immerhin habe ich einen Stern, also gewonnen haben wir schon mal. Das ist nicht schlecht. Wir nehmen hier sicherlich jetzt kaum Lot mit. Müssen wir mal gucken. Und jetzt haben wir da noch so ein paar Hocks, aber die werden natürlich jetzt die ganze Zeit anvisiert von der Adler-Dev. Und das haben wir sicherlich nicht so super schön gemacht. Naja, grenzwertig oder übungswertig bedingt war das sicherlich erstmal nicht so prall. Na, das war tatsächlich nicht so prall. Die sind ein bisschen doof gelaufen die ganze Zeit. Das müssen wir noch üben. Ist aber nicht so schlimm. Der Packer ist da immer noch am Leben. Okay, der kann natürlich auch ganz gut was ab. Der hat auf Max-Level 5100 Heal-Points und kommt hier, schafft die Mauer sogar noch und holt mir jetzt noch so das ein oder andere Lager. Aber ich denke mal, der segnet jetzt gleich auch das zeitliche auch nicht, immer noch nicht. Donnerwetter, ist das ein Adler auf 1? Jo, der Adler ist erst auf 1, okay. Dann macht er noch nicht ganz so viel Schaden. Und der Päcker überlebt hier diesen Schlag auch noch. Das ist der Hammer. Ja, gar nicht mal schlecht. Also hat sich schon gelohnt hier. Dann sieht man mal, wie stark so eine Truppe hier sein kann, beziehungsweise wie schwach eigentlich so ein Adler auf 1 ist. Also er ist erstmal da. Aber wenn du natürlich hier mit Max-Truppen kommst, ich bin ja jetzt eher suboptimal durch diese Base gegangen. Hier, das ist aber auch nicht so schlimm für mich. Letztendlich wollte ich hier damit ja so ein bisschen üben. Hab jetzt auch ruhig mal ein bisschen Ressourcen rausgehauen. Ja, das ist natürlich jetzt nichts. Aber es sollte ja ein Übungsangriff sein. Und meine zweite Armee, die ich heute vorbereitet habe, allerdings müssen meine Helden jetzt ein bisschen recken, sind natürlich die Loons. Ist irgendwas mit Loons. Das heißt, ich habe jetzt vorbereitet für euch einen Queen Walk mit anschließenden Lava-Hunden, Loons, müssen wir mal gucken. Mal sehen, wie ich mit dieser Armee hier zurechtkomme. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was ich mir in die CB packe. Entweder ein Hund, Loons oder vielleicht Bola. Na, mal gucken, der King kann vielleicht noch ein bisschen was reißen. Müssen wir mal schauen. Und ich lasse sie jetzt in jedem Fall mal recken. Und würde sagen, machen kurz einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Truppen recken gerade noch so ein bisschen. Dann springen wir mal kurz einmal ins Nachtdorf rüber. Und hier greife ich auch eher verhalten an. Denn ihr seht das, 2 Tage 22 läuft hier mein Brutzler auf Max-Level, also auf 7. Und dann ist man verwundbar, das merkt man. Das merkt man, wenn das Ding im Ausbau ist und man greift selber an. Aber ihr seht das hier, 3974, das, was mich so ärgert. Ich war gestern schon auf 2,7 runter und habe mich da fürchterlich drüber geärgert, dass ich nur noch Lack kriege. Habe mich aber wieder hochgearbeitet, so richtig viel tut sich hier in der Base im Moment nicht. Meine Truppen sind auch eher moderat gelevelt, aber Kampfmaschine habe ich jetzt, ihr seht das hier, habe ich jetzt schon auf 14. Und dazu die Riesen auf Max, die Bombe habe ich ein Level gelevelt, die sollen auch weitergehen. Ich könnte jetzt auch die Balance da am Ende machen oder wie es auch immer heißen. Aber ich mache dann doch ab und zu mal meine Angriffe, denn ich möchte unbedingt wieder über die 4000, um den maximalen Bonus hier mitzunehmen. Damit ich hier nicht so ewig farmen muss, um weiter zu leveln. Und das ist immer, also die Bases sind immer, ich will nicht sagen, sie sind immer schwer, aber sie werden immer schwerer. Also einfacher wird hier natürlich gar nichts. Und mit den beiden Crushern hier am Rathaus, der Brutzler immer hinterm Rathaus, das ist natürlich eigentlich ist tödlich für meine Armee. Gar keine Frage, denn mit den Barbaren hier in so eine Base reinzugehen, ist dann schon eher super sportlich. So, aber wir gehen hier jetzt erstmal so ein bisschen mit unseren kleinen Barbaren rein und den Bombern vorweggeschickt. Einen Bomber ziehen wir hier mal noch nach. Jetzt nehmen wir hier die Riesen mal mit rein. Und auch die Kampfmaschine. Denn das Teil, was in jedem Fall weg muss, nennt sich hier Multimörser. Das ist in jedem Fall der Multimörser. Und ja, es wäre natürlich schick, wenn die Kanone auch weggeht. Mal sehen, ob wir die jetzt schon mal wegbekommen. Kriege ich meine Kampfmaschine nochmal gezündet? Ja, die kriege ich nochmal gezündet. Das ist nicht schlecht. Mal sehen, ob die sich jetzt, jawohl. Die schnappt sich schon mal. Das Teil, oh, jetzt gehen die alle auf die Crusher drauf. Das, können die nicht was anderes anpeilen? Mann. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich am... Okay, der Bomber. Ich lasse den Bomber mal eben noch den hier erstmal wegmachen. Und dann gehen die jetzt nämlich hier hinten auf die Kanone. Mann. Ja, manchmal, ja, die laufen dann natürlich zur nächsten Defense hin und machen dort die nächste Defense. Und wenn die natürlich Crusher heißt, dann geht es den Barbaren natürlich immer besonders schlecht. Aber hier holen wir jetzt noch die letzten Prozente raus. War mal gar nicht so schlecht. Also da habe ich hier schon uneffektiver angegriffen. Und
die war jetzt mal machbar. Die Kanone ist auch noch nicht so stark wie meine, aber ich habe halt im Moment den Brutzler nicht in der Base. Mal sehen, ich denke mal, der holt jetzt eh nichts mehr. Und 74% sind vom Gegner zu schlagen. Mal sehen, ob wir wieder über die 4000 sind. Jawohl, wir sind wieder über die 4000, 4002, um es genau zu sagen. Okay, da kann ich jetzt mal bleiben. Ah, es ist, wie gesagt, es ist mühselig im Nachtdorf. Aber wir wollten ja hier einmal weitermachen. Jawohl, Helden sind fertig. Ich habe auch, vielen Dank, lieber Clan, einen Hund und einen Ballon in meiner Clanburg. Und ich würde sagen, wir gehen ja einfach mal auf die Gegnersuche. Also die nächste neue Truppe hier mal einsetzen. Und da sollen die Ballons sein. Jetzt muss ich natürlich einen finden, der mal wieder zu mir passt. Also so einen wie eben, auf den ich so richtig verkacken kann. Und ihr euch dann kaputt lacht, was ich hier eigentlich veranstalte. Aber ich will die Truppen einfach nur mal ausprobieren. Ich will einfach mal gucken, wie sie ticken. Natürlich habe ich jetzt noch... mir fehlt der Warden und mir fehlen... Ja, vielleicht fehlen mir die Hunde auf Max-Level. Der sieht gar nicht mal schlecht aus. Der hat schön viel Dunkles für uns. Aber ich muss ein bisschen Elex rankarren. Müssen wir mal schauen. Wow. Ja, die Gier ist immer groß, ne? Die Gier ist groß, aber den nehmen wir mal mit. Wie auch immer. Ja, wir wollen ja hier mit dieser Armee, machen wir mal einen Queenwalk vorweg hier. Ich habe jetzt keinen Warden und es ist eine Elver Base. Da muss ich echt wirklich mal gucken, was hier tatsächlich geht und was nicht geht. Es wird sicherlich nicht einfach werden, hier mit meinen Truppen was zu reißen, zumal die Queen dort, glaube ich, in der Mitte ist. Jetzt so rage ich hier mal die Queen. Und ich habe sogar ein paar Mauerbrecher dabei. Die gehen da rein. Fast da rein. Okay, nicht ganz da rein. Dann sollen sie jetzt da mal reingehen. Dann könnte die Queen hier jetzt reinspringen. Gucken wir mal. Und da kommt auch schon etwas an Clanburg raus. Jawohl. Die müssen wir einmal vergiften hier. Das sieht noch ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir lassen hier den King mal frei, dass der hier ein bisschen mehr macht. Oh, meine Queen kriegt jetzt schon ein bisschen Beschuss da. Das ist natürlich nicht so gut. Aber das ist ein Multi-Inferno. Da können wir noch ein bisschen gegenheilen. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt aber gleich schon unsere Loons hier mit rein. Ich muss nur so ein bisschen die Queen im Auge behalten. So sieht das ganz gut aus. Hier noch ein Hund mit reingepackt. Und die Queen muss ich jetzt schon mal zünden hier. Dann müssen es jetzt in jedem Fall meine Ballons hier reißen. So. Und wir heilen die hier nochmal durch. Dann haben wir hier noch 5 Stück. Die schicken wir hier auch nochmal hastig rein. Oh, das sieht ganz gut aus. So. Die gehen nach da. Ah nein, der letzte, der war doof. Der letzte Eil hier hinten, der war ein bisschen blöde. Jetzt kriegen wir immer noch nicht die Adler-Dev, das ist natürlich doof. Aber mal sehen, was wir hier noch so reißen können. So, dann gehen wir mal hier rein mit dem Hund und gehen, beziehungsweise mit dem Babydrachen. Den King zünde ich jetzt mal. Dann sollen die da mal weitermachen. Ja, das sieht immer noch ganz gut aus. Aber wir kriegen in jedem Fall das Rathaus. Ich musste gerade mal ein bisschen nach unten schauen, sorry Leute. Aber kriegen wir das Rathaus wirklich? Mal gucken. Meine Queen ist ja immer noch unter Heilung hier. Und mal sehen, meine Lakis. Ah, die werden es dann natürlich nicht schaffen. Aber der Multi ist jetzt weg. Und das Rathaus ist auch weg. Ja, das haben wir in jedem Fall gepackt. Meine Queen ist jetzt auch in eine Dutten. Und ja, das sah schon mal ein bisschen besser aus, glaube ich. Also zumindest was Gold und Elex angeht. Oh, das war eine ganz gute Sache. War zwar ein bisschen suboptimal, ein bisschen hastig alles gesetzt. Aber ich habe meine neuen Truppen mal genutzt. Und ich habe jetzt nochmal die Päcker-Armee von vorher ausgebildet. Da müssen wir mal gucken, wie wir da weitermachen. Ich bilde in jedem Fall schon mal wieder aus. Aber ich denke mal, wir machen wieder... Den haben wir wieder drin hier. Okay, ich denke, wir machen unsere Kobold-Armee mal im Anschluss. Ich muss mal wieder ein bisschen was nachfarmen. Wir nehmen so ein paar dunkle Zauber immer mit. So und so für die Kobolde. Jetzt habe ich natürlich kein Gift. Dann nehmen wir noch mal ein Gift dabei. Und dann ist es das von hier aus gewesen. Ich hoffe, die Folge hat euch
trotzdem gefallen. Also einfach mal neue Truppen nutzen. Wenn ihr die neuen Truppen genauso nutzt wie ich, dann schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare. Da bin ich wirklich mal drauf gespannt, ob ihr das genauso haltet wie ich. Also ich nutze sie, ich mache sie, ich mache mal ein paar Angriffe damit. Oder ob ihr eher sagt, ah nee, irgendwann brauche ich sie, ich level sie sowieso. Denn morgen läuft ja auch mein Lava-Hund hier aus. Ich will ja in jedem Fall eine Truppe weitermachen mit Elex dann. Und da lasst euch mal überraschen. Da weiß ich nämlich noch gar nicht, was ich mache. Also auch da lasse ich mich gerne auf Vorschläge ein. Und bis dahin, euer Toto Clasht.